So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 27.08.2021. Es ist Freitag, es ist der Wochenausklang und eigentlich ein Tag, an dem man sagen wird, nun ja, dann machen wir uns mal einen bunten bzw. ein ruhiger Handelsausklang. Ist eventuell besonders vor dem Hintergrund der jüngsten niedrigen Volatilität, besonders in den Aktienindizes, da ist der Nasdaq, sei es der S&P 500 oder sei es für uns ganz hauptsächlich der DAX an der Stelle. Da wird es wahrscheinlich dann eher ruhig in den Wochenschluss gehen. Nein, aber ihr werdet es schon wissen, als treue Folger des Morning Meetings. Heute ist eventuell der Tag der Tage. Und zwar das Jackson Hole Symposium findet heute seinen potenziellen Klimax, seinen potenziellen Höhepunkt mit den Ausführungen von Fed Chairman Powell auf dem Symposium. Es ist zwar ein virtuelles Zusammenkommen oder ein virtuelles Event an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz hat es eine unglaubliche Brisanz infolge nämlich der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich des Inflationsdruckes, der sich kontinuierlich in den USA aufgebaut hat und der Frage, die sich natürlich verstärkt auftut, besonders auch vor dem Hintergrund des zeitgleich stattfindenden konjunkturellen Aufschwungs post-Corona. Und zwar im Hinblick eben dann besonders der Arbeitsmarkt, der da im Mittelpunkt des Geschehens steht oder liegt, nämlich im Hinblick auf die entsprechende weitere Verfahrensweise hinsichtlich der Anleiheaufkäufe, derzeit im Umfang von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat seitens der Fed. Wird es ein Taper geben, eine Reduktion dieser Anleiheaufkäufe? Ab wann wird es ihn geben? Wird es eine überhaupt konkrete Kommunikation diesbezüglich geben? Wird der Markt es hineininterpretieren? Also es ist potenziell ein Wohler-Event. Wir sehen auch, dass dort offensichtlich seitens der Fed eventuell oder beziehungsweise seitens der, nennen wir sie mal, Machthabenden im Hintergrund, die die Strippen ziehen, so ein bisschen Nervosität vorherrscht. Das kann man, ich finde, ganz gut daran ablesen immer, wenn man startet, wenn man vorher vor diesem Event, welches dann seitens des Marktes in dem Fall antizipiert wird, so kleine Testballons steigen lässt. Und die hat man gestern steigen sehen. Und zwar an diversen Stellen kam James Bullard, der St. Louis Fed Chairman an dieser Stelle, also der Vorsitzende der Fed in St. Louis an der Stelle. Mr. Kaplan hat sich ebenfalls geäußert und alle thematisierten eben eine Fed, die eben eine Taper auf den Weg bringen sollte und dergleichen. Aber der Markt reagierte nur auf eine News, die dann geopolitisch vielleicht von Interesse ist, nämlich ein Terroranschlag in Afghanistan. Also potenziell, der Kausalzusammenhang ist definitiv erkennbar. Aber so wirklich auf diese Ankündigung reagierte der Markt nicht. Könnte jetzt zum Schluss kommen lassen, naja, vielleicht ist der Markt diesbezüglich gut vorbereitet. Können vielleicht den Offiziellen an dieser Stelle denken, thematisieren wir einfach mal jetzt seitens Fed Chairman Powells eben diesen Taper. Und dann eventuell kommt der Schlag mit dem Hammer und wir sehen einen Spike in Zinsen bei zeitgleichem Überrollen eben der Equities mit stärkerem Abgabedruck. Durchaus ein ernstzunehmendes Thema oder Szenario auf jeden Fall. Wir werden es uns auf jeden Fall auch detailgleich nochmal genauer betrachten. Und bevor wir allerdings offiziell beginnen, wie gewohnt natürlich hier immer der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich eben nicht nur mit diesen Risiken dieser Handelsprodukte eben vertraut, sondern ergänzend dazu entscheide auch, ob sich der Handel dann mit diesen für einen eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu darüber hinaus gehende Produktpalette von Markets. Das beschließt sich oder beschränkt sich nicht nur auf FX- und CFD-Produkte, sondern eben auch beispielsweise auf physische Aktien, also Investlösungen, beispielsweise dann auch abgebildet über ETFs. Und ja, alle weiteren darüber hinausgehenden Informationen gerne per Mail an die Elena. Schickt mir gerne eine Mail, wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt. Postet diese am liebsten hier gleich unterhalb dieses Videos oder bei mir im Forum, beispielsweise auf der Webseite jk-trading.com. / Forum. Kontaktiert mich gerne über Twitter, wenn ihr da Fragen haben solltet oder Märkte, Marken oder sonst dergleichen, die ihr diskutiert sehen möchtet. Was haben wir noch? Twitter hatten wir jetzt. E-Mail. Ja, E-Mail könnt ihr mir natürlich auch schicken. Und wir switchen einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Ich habe gerade in Vorbereitung auf dieses Event festgestellt, dass wir heute mal mit zwei, drei Links erstmal starten, bevor wir dann in den Handel übergehen und das, was wir eben eventuell erwarten können. Und zwar erstens ist es so, ich möchte einmal mit euch hier die Markets X Plattform und den Link dazu teilen. So, den findet ihr jetzt in der Chatbox. Das ist Punkt 1. Und dann habe ich eine neue Blogartikelserie bei mir auf der Webseite ins Leben gerufen. Stichwort, ja, ich sag mal Trading-Ausbildung beziehungsweise Trading-Erfahrung, Trader-Erweiterung, Horizonterweiterung. Ja, so kann man es vielleicht auch bezeichnen. Und zwar eine, die wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Ich habe sie aber noch mal ein bisschen abgeändert mit anderen Punkten an dieser Stelle. Und zwar eine Blogartikelserie. Und zwar, was macht einen erfolgreichen Trader aus? Das werden 7 oder 8 Teile. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube, es sind 7 sind es. Ich glaube, es sind 8.
Ich müsste nochmal genau gucken. Es wird auf jeden Fall jetzt einige Wochen immer freitags eben bei mir auf der Webseite hier in diesem Zusammenhang einen Blogartikel geben. Ich werde dann am Ende auch nochmal einen zusammenfassenden Blogartikel posten. Und heute, wie gesagt, Teil 1 im Hinblick auf das, was einen erfolgreichen Trader ausmacht. Ich stelle auch hier mal kurz den Link ein, einen Augenblick. So eine kleine Lektüre vielleicht übers Wochenende, wer sich damit mal ein bisschen näher auseinandersetzen wollte. Einen Moment. Wo habe ich jetzt hier? So, Ende. Da kommt der Link hin. Zack. So, dann steht das auch einmal hier. Also auch gerne mit Feedback und dergleichen und wie eure Einschätzung diesbezüglich eben tatsächlich ist. Ein paar Gedanken meinerseits, was eben einen erfolgreichen Trader, professionellen beziehungsweise auch profitablen Trader an dieser Stelle eben auszeichnet. Heutiges Thema, also einfach um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, nämlich hier sieht man es, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, erfolgreiche Trader finden ihre Motivation zum Trading nicht im monetären Bereich. Wird der eine oder andere vielleicht überraschend finden, weil es geht ja um Geld und Geld verdienen, aber tatsächlich ist das nicht die Hauptmotivation. Also jedenfalls basierend auf meiner persönlichen Erfahrung, nicht, dass Geld nicht auch irgendwie eine Sogwirkung hat oder Motivation ausmacht, aber in der Tat ist es an erster Stelle tatsächlich ein Nebenprodukt, also Geld an der Stelle, welches eben zum profitablen Trading abfällt. Aber es sind tatsächlich andere Hauptmotivationen, die dort eine Rolle spielen, die einen nicht nur als Trader, sondern eben auch als Mensch eventuell weiterbringen. Weswegen Trading auch eine vielleicht der faszinierendsten Professionen ist eben tatsächlich und warum viele dort danach eben auch streben. Es ist irgendwie so das Gefühl, es geht ums Geld, aber tatsächlich ist das so, dass viele, viele, die sich mit der Materie Trading auseinandersetzen dürfen und den damit verbundenen emotionalen Bergen und Tälern, durch die man eben tatsächlich wandert mit der Zeit, den Möglichkeiten wachsen zu können und so weiter, dass das viel stärkere magnetische Wirkung eben tatsächlich auf Menschen ausüben dürfte und man einfach spürt, dass man hier wirklich mehr, weit mehr hat als nur das Beschäftigen mit den Märkten, sondern sich auch persönlich unglaublich gut entwickeln kann. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal den ersten Artikel in diesem Zusammenhang an, lest euch den gerne mal durch. Feedback auch jederzeit natürlich gerne erwünscht. So, jetzt habe ich, Moment, ich muss ganz kurz zählen. Also, ich habe den MarketsX Plattform, die wir jetzt hier uns anschauen, habe ich den Link geteilt, ich habe den Blogartikel geteilt. Ja, sehr gut. Das wäre es dann erstmal. Das wäre es erstmal an den Links. Die anderen Links findet ihr unter der Aufzeichnung, falls ihr euch das jetzt übers Wochenende anschaut. Das Morning Meeting findet ihr die Links wie gewohnt in der Chatbox unterhalb dieses Videos. Ganz kurzer Blick tatsächlich nur auf den DAX an dieser Stelle. Es hat sich nichts verändert. Wir handeln weiterhin unspektakulär seitwärts um die 15.800er Marke. Das ist auch dieses potenzielle Inflection Level, welches ich da jetzt ausgemacht hatte, ausgehend von der jüngsten Price and Action. Gestern ja ein überraschender Flush auf der Unterseite, der hier eingesetzt hat und der uns in Richtung bzw. unter die 15.8 geführt hat, beziehungsweise dann sogar in Richtung der 15.700er Region hat laufen lassen. Allerdings kein weiterer Follow-through, der stattgefunden hat. Die gestrige kurzzeitige Volatilität ist relativ zügig wieder verflogen, aber man hat dennoch, also ich jedenfalls, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so eine Art Crack. Also das war wie so ein kurzer Riss, der jetzt im Glas entstanden ist und der schnell brechen könnte, wo es dann entsprechend eben zu einem dann begünstigt durch die US-Märkte eben stärkeren Push auf der Unterseite eben tatsächlich kommen könnte. Das ist insofern halt interessant, als dass wiederum der Trigger für diese kurzzeitige Volatilität sich in einem Terroranschlag eben in Afghanistan primär findet. Also der Kausalzusammenhang ist nicht wegzudiskutieren. Gestern gegen 16:20 Uhr lief über den Ticker, dass es eine Explosion am Flughafen in Kabul gegeben hat. Aktuell ist dort ja das Ausfliegen eben als Flucht vor dem Taliban oder der Taliban eben tatsächlich das Hauptthema, welches nicht nur in den USA die Medien bestimmt, sondern auch hierzulande, wobei ich wieder zu meiner Schande in Anführungsstrichen gestehen muss, dass ich das nicht so intensiv verfolge, weil ich eben diese ganzen News begonnen habe, ja deutlich zu reduzieren, dieses Beschallen mit Nachrichten, die ja einfach mein Fokus vom Wesentlichen einfach zu stark abrücken und mich zu stark über Sachen nachdenken lassen, über die ich wahrscheinlich nicht nachdenken sollte, wo es besser wäre, einfach eine gesunde Distanz aufzubauen, sich sein eigenes Bild zu machen und dann entsprechend seine Entscheidungen zu treffen. Und abhängig davon, was wie gesagt über die Medien und über bestimmte Stimmen eben dort entsprechend kommuniziert wird. Also auf jeden Fall diese News deswegen interessant, weil wiederum, das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, weil es eben hier
bis dato nicht üblich war, in Anführungsstrichen, dass der Markt dort in irgendeiner Form darauf reagiert hat, auf solche News. Also normalerweise, die verfliegen auch relativ zügig, aber gestern war die Reaktion verhältnismäßig heftig. Also im DAX ist die gar nicht so stark ausgefallen. Wir sprechen in dem Fall von einem Drop hier von 50 Punkten. Das war, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten dann relativ zügig auch zurückgekauft. Wir haben dennoch verhältnismäßig schwach geschlossen. Und da wir wissen, dass die Korrelation im DAX zu den US-Equities sehr stark ist, lässt sich natürlich erahnen, dass auch der S&P sich eher schwach präsentiert hat. Also bis hierhin können wir uns jetzt wieder erholen präsentieren. Also das heißt, wir haben diese Abschläge und diesen schwachen Schluss von gestern jetzt nahezu kompensiert durch die entsprechenden stabilen Vorgaben aus Europa bzw. aus Asien, die kommen. Aber hier im Hinblick eben auf den S&P, da sieht man 16:20 Uhr, 16:25 Uhr, auch hier starker Push auf der Unterseite, der da stattgefunden hat. Also stark. Wir wollen es nicht überdramatisieren, wir kommen von 4,490 ungefähr und sind im Tief gehandelt bei 4,468. Also das sind roundabout 20 Punkte, die bei einem Indexstand von 4.500 Punkten rund jetzt nicht besonders ins Gewicht fallen. Aber was sicherlich dann interessant war, war, dass wir auf diesen Bounce und die Erwartung, dass wir jetzt wie so eine Art V markieren, also einfach weil es eine News ist, die normalerweise nicht große, starke Volatilität begünstigen sollte oder nachhaltige Abschläge begünstigen sollte. Man sagt ja nicht umsonst, dass das politische Börsen in Anführungsstrichen kurze Beine haben und das ist potenziell ja ein politisches Statement bzw. eine politische Entwicklung, die dort in dem Mittelpunkt des Geschehens steht. Was ich interessant fand, war, dass wir diesen Impuls zwar haben hier zurückerobern können, dann, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben relativ dann vielleicht doch zügig innerhalb von 2 Stunden haben wir eben diese Abschläge wieder aufholen können in einem niedrig volatilen Umfeld, kippten dann aber erneut ab und haben im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Und das habe ich als grundsätzlich schwaches Zeichen interpretiert, vielleicht auch in Erwartung einer dann doch eher restriktiveren Äußerung von Jay Powell, also restriktiver in Anführungsstrichen, irgendwie eine Andeutung, dass es irgendwann zeitnah eventuell mal zu einer Reduktion der Anleihe aufkommt. Also wir sagen ja nicht, dass wir von 100 auf 0 runterfahren oder in dem Fall von 120 auf 0 gehen, sondern wir würden wie auch schon in 2013 entsprechend eine stückweise Reduktion der Anleiheaufkäufe dann kommuniziert sehen. Die Frage, die sich vielleicht eher stellt, ist, wann passiert das? Aber dass es so kommt, das scheint mittlerweile ausgemachte Sache zu sein. Und das, wie gesagt, dann auch in der, oder das Testen, dieses Testballon steigen lassen, um einfach mal zu gucken, wie reagiert der Markt darauf, das kann man dann schon relativ gut, finde ich, erkennen an dieser Stelle, wenn wir uns diese Kommentare beispielsweise hier von James Bullard anschauen. James Bullard war in diesem Zusammenhang ein, ja, also Lautsprecher, so möchte ich ihn vielleicht mal bezeichnen, ein Lautsprecher, der schon in 2013, 2014 sich immer wieder zu Wort gemeldet hat im Hinblick auf auf den Fed Taper. Also nochmal das St. Louis Fed President. Interessanterweise aktuell nicht stimmberechtigt, soweit ich es mitverfolgt habe. Nicht Fed Officials eigentlich, Fed Officials Vote. Mal gucken, ob wir da eine Übersicht bekommen. Federal Open Market Committee. Also das rotiert, ja, das kann man hier sehen. Ich gucke mal jetzt ganz kurz, ob es da eine Übersicht gibt. New York Fed. Gibt es hier eine Übersicht? Meetings? Nee, das ist einfach nur eine Zusammenfassung. Moment, ich gucke mal kurz, ob wir vielleicht da so ein paar Bilder bekommen von denjenigen, welchen, die dort eben. Hier, Committee Member, ja, perfekt. Jay Powell, also Jay Powell, Mr. Williams, Mr. Barkin, Mr. Bostich, Miss Bowman, Miss Brainard, Mr. Clarida. Und das ist interessant. Alternativ in Anführungsstrichen im Hinblick auf alternierend, also rotierend. Also James Bullard von der St. Louis Fed, aktuell nicht Mitglied, des Stimmbere also stimmberechtigtes Mitglied innerhalb des Komitees. Und was auch auffällt, ist, dass Mr. Kaplan, der sich gestern auch geäußert hat, ebenfalls hier nicht vertreten ist. Das ist interessant. Da gehen wir mal ganz kurz drauf. Kaplan, der ist noch nicht mal hier aufgeführt. Kaplan Fett. Also, das ist Robert
Bank of Canada von Dallas und aktuell, ja, offensichtlich auch kein alternierendes, wie wir es gerade gesehen haben, kein alternierendes Rob Kaplan an der Stelle, kein rotierendes Mitglied innerhalb dieses Komitees. Und das ist interessant, also das ist dahingehend, finde ich, interessant, weil jetzt melden sich genau diejenigen, welchen zu Wort, die sowieso nichts zu sagen haben, also sehr plump gesprochen. Natürlich werden die sich untereinander abstimmen und miteinander im Austausch stehen, das steht vollkommen außer Frage, aber die offiziellen Fettstimmen, die stimmberechtigten Mitglieder, die werden offensichtlich hier nicht so aktiv thematisiert. Und das Interessante ist natürlich, dass man jetzt sich seitens der Fed, also wir erinnern uns zum Beispiel an diese Blackout-Period, die hier mal stattfindet, vor Fed-Sitzungen, da ist es dann so, dass die Fed eben sich einer Verschwiegenheit im Grunde genommen unterworfen sieht. Also sprich, dass da keinerlei Interviews oder sonst dergleichen gegeben werden von den Fed-Offiziellen an dieser Stelle, die da stimmberechtigt sind, um keinerlei Unsicherheit oder Volatilität im Markt zu begünstigen. Das gilt natürlich nicht für die nicht stimmberechtigten Fed-Mitglieder, sofern mir bekannt ist. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Hinblick auf solch eine Rede dann wiederum diesen Gedanken unterstreicht, den ich gerade schon mal äußerte, dass ich sagte, man lässt eben Testballon steigen. Man guckt mal, wie reagiert denn der Markt da drauf? Gestern hat sich der Markt nochmal relativ unspektakulär darauf präsentiert. Also im S&P eben beispielsweise, beziehungsweise generell in Equities auf breiter Front. Aber das könnte ein Trugschluss sein. Also das könnte durchaus ein Trugschluss dahingehend sein, dass man eben dann heute mit Jay Powell eventuell nur einen Hauch einer Andeutung in Richtung Taper sieht. Clarida, Clarida sage ich schon, Bullard beziehungsweise Kaplan haben sich in die Richtung orientiert, Ende des Jahres, Oktober, November, in diese Richtung, dass da im Zusammenhang mit der anziehenden Inflation eine entsprechende Reduktion der Anleiheaufkäufe gerechtfertigt sein dürfte. Und also das, wie gesagt, ist etwas, was heute mit hoher Wahrscheinlichkeit Volatilität begünstigen dürfte. Und dann auch in diesem Zusammenhang eben sollte eine entsprechende Reduktion der Anleiheaufkäufe dann thematisiert werden, auch Vola begünstigen könnte. Nämlich ausgehend von dem Umstand, da können wir jetzt beispielsweise mal auf den Nasdaq an der Stelle gucken, einfach ausgehend von dem Umstand, dass wir potenzielle Reallokationen dann von Portfolio-Managern zu sehen bekommen. Und zwar dahingehend, das wäre dann die Überlegung, die dahinter steckt. Also wir haben Portfolio-Manager, die ihre Portfolios abhängig natürlich von den ihnen gehandelten Märkten eben zusammensetzen. Und wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang uns anschauen oder die Frage stellen, na, wie kalkulieren die denn Risiken? Also jetzt, wenn ich einen Vertrag schließe mit einem Investor beispielsweise, dann sagt der Investor, das ist mein Risikoprofil. Das ist das, was ich bereit bin, hier zu riskieren. Eignet sich die Anlage innerhalb Ihres Portfolios dafür? Also die einzelnen Titel, die dieses Portfolio eben abbilden. Ist die Antwort ja, gut, dann kommt man irgendwie ins Geschäft. Und dann ist es allerdings auch so, da muss man sich natürlich jetzt vor Augen führen, dass beispielsweise es Titel gibt, die stärker schwanken und Titel, die weniger stark schwanken. Also das heißt, eine entsprechende Beta-Komponente nennt man das dann eben beinhalten. Also das heißt, High-Beta-Stocks ist zum Beispiel eine Tesla, eine, die relativ breit schwankt, die natürlich infolge des Umstandes, dass sie ein klassischer Growth-Titel, eine starke Schwankung hat. Das gleiche gilt auch, jetzt habe ich zum Beispiel hier gerade eine Frage zu Snow, da können wir auch mal einen Blick drauf werfen. Ich habe tatsächlich Snow gar nicht so sehr auf dem Schirm, deswegen müsste ich mich da gleich reinschauen, also wie die aktuelle Situation sich darstellt, aber es ist auch ein potenzieller Growth-Titel. Snow ist, also Snowflake an dieser Stelle, ist jenes Unternehmen, welches letztes Jahr an die Börse gegangen ist, ich glaube Anfang September, ziemlich genau ein Jahr, Geburtstag jetzt mit dem Börsengang, seit dem Börsengang, und was deswegen auch ein interessantes Thema war, weil es sich auf einen Bereich konzentriert, Cloud Services, wo bereits beispielsweise Amazon oder auch Google schon sehr, sehr etabliert sind, was natürlich schwierig sein dürfte, dort dann entsprechend eben Fuß zu fassen, beziehungsweise sich zu etablieren, diese Giganten dort im übertragenen Sinne zu überflügeln. Aber das Interessante war, dass damals dieser Börsengang auch deswegen relativ heiß war, weil Warren Buffett sich an ihm beteiligt hat. Also der wird seinen Schnitt eventuell schon gemacht haben, aber Warren Buffett ist insofern ganz interessant, weil er eben normalerweise in diesen klassischen Tech-Growth-Titeln nicht anzutreffen ist, sondern eben der klassische sogenannte Value-Investor ist. Aber kommen wir ganz kurz zurück zu den Growth-Titeln. Also wir haben also jetzt diese Frage nach dem, wie stark schwankt denn mein Portfolio? Und die wird eben anhand der jüngeren Volatilität gemessen. Und dann gibt es entsprechende Risikomodelle, zum Beispiel sogenannte Value-at-Risk-Modelle,
Das sind statistisch-mathematische Modelle, mittels derer man dann ausgehend eben von den Schwankungen der jeweiligen Einzeltiteln kalkuliert, wie stark sollte die Schwankung über zum Beispiel die kommenden, sagen wir mal, 30 Tage beispielsweise sein. Ja, um jetzt mal uns vielleicht daran zu orientieren, wie auch so ein Volatilitätsindex berechnet wird, anhand der impliziten Volatilität, was der Markt eben schwankungstechnisch erwartet. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, desto stärker der Markt schwankt. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Markt sich so bewegen wird. Aber es ist eine erste Möglichkeit für Portfoliomanager, ihre Risiken zu kalkulieren. Wenn es jetzt zu Spikes in Zinsen kommt, zum Beispiel, dann bedeutet das etwas anders formuliert, hast du eine erste Motivation, dein Risiko zu realokieren, weil hierdurch High-Beta-Stocks oder Tech-Titel beispielsweise unter Druck geraten, denn der Umstand, dass sie zum Beispiel nur auf reinem Wachstum fußen, dass weniger Liquidität zur Verfügung steht, ausgehend von welchem sie ihr Wachstum finanzieren können und dass sie per se auch sehr selten bis nie eigentlich eine Dividende auszahlen, macht diese Titel aus risikotechnischer Perspektive, chance-risiko-verhältnistechnischer Perspektive unattraktiver, was dann dazu führt, dass man eher klassische Value-Titel, Querstrich, beispielsweise auch festverzinsliche ins Portfolio dann beginnt aufzunehmen. Also das bedeutet eben durch die anziehenden Zinsen eben in Anleihen attraktivere Häfen eben findet. Das kann den ersten Push auf der Unterseite nach sich ziehen, ganz zu schweigen von der klassischen Überlegung, dass eben High-Beta-Stocks stärker schwanken. Und eine stärkere Schwankung bedeutet eben an dieser Stelle dann nichts weiter, als dass man eben ausgehend von einer anziehenden Volatilität, von Spikes in der Volatilität auf der Oberseite, die solch eine erhöhte Unsicherheit nach sich zieht, eben auch Realokation vornimmt. Also das heißt, High-Beta-Stocks beginnt rauszunehmen aus dem Portfolio, beziehungsweise die sogenannte Exposure zu reduzieren und dann eben weniger stark schwankende Titel aufzunehmen. Also klassische Value-Titel. Jetzt mal im deutschsprachigen Bereich zu bleiben, hat jeder sofort eine Vorstellung, eine RWE reinnimmt oder eine Siemens oder wie auch immer. Und genau so kann man sich dann entsprechend die Kapitalzuflüsse vorstellen. Beziehungsweise Kapitalabflüsse, also die Kapitalflüsse generell vorstellen. Also wo dann bei solch einer restriktiveren Geldpolitik, entsprechenden Spikes in Zinsen eben entsprechend diese Volatilität herkäme. Und das ist natürlich dahingehend brisant, weil natürlich hier der Nasdaq an dieser Stelle schon sehr, sehr weit gelaufen ist. Vieles an Growth-Aussichten und Growth ist gleich übrigens auch ein Thema im Hinblick auf einen anderen Einzeltitel, der heute interessant werden könnte, nach gestrigen Earnings in Peloton. Peloton kennt der ein oder andere, das sind diese Home-Cycling-Bikes, die dann entsprechend eben diese Computer haben, die dir irgendwie was erzählen. Du fährst jetzt bei der Tour de France mit oder dergleichen. Also ein interaktives Home-Cycling-Bike, was auch verhältnismäßig hoch gepreist ist, aber was natürlich besonders zu Zeiten jetzt mit Home-Gym in Anführungsstrichen, also zu Hause bleiben, stay at home und dann zu Hause Sport machen und dergleichen. Lockdown und dergleichen natürlich einen extremen Zulauf gesehen hat. Allerdings jetzt sich abzeichnet, dass die Wachstumsaussichten dann doch nicht mehr so prosperierend sind. Das haben zumindest gestern die Zahlen indiziert und das könnte eben durchaus Abschlagspotenzial nach sich ziehen. Also Growth spielt in dem Zusammenhang einfach eine ganz wesentliche Rolle. Es ist viel dann vorweggenommen bereits und genau hier steht eben dann an der Stelle das Risiko. Wenn ich dann hier den Tech-Bereich schon sehr, sehr weit gelaufen sehe und dann kommt diese entsprechende Reduktion der Anleiheaufkäufe oder die Thematisierung, dass zeitnah sich das Geld beginnt zu reduzieren, dass die Fed eben hier ihr QE-Programm beginnt zurückzunehmen, dann ist das natürlich etwas, was dann seitens des Marktes vorweggenommen wird. Also wenn dann schlussendlich die Reduktion final eingeleitet wird, sagen wir mal im Oktober oder im November, wenn es dann wirklich in diese Richtung heute in der Rhetorik geht oder sich der Markt beginnt darauf vorzubereiten, das ist dann der Zeitpunkt, wenn dieses QE-Taper ein Thema wird, dann wird er das natürlich jetzt bereits beginnen zu antizipieren, also vorwegzunehmen und demnach wäre dann infolgedessen dieser Pull-in denkbar, der im Falle hier von den aktuellen Gefilden um 15.300 Abschlagspotenzial vielleicht sogar bis in Richtung der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier nach sich zieht. Und wir sehen übrigens, also das ist kein Crash-Szenario, was ich skizziere. Das ist einfach nur ein Szenario, welches resultiert aus dann entsprechender Anpassung der Geldpolitik, weil die Fed an der Stelle eben ihr Mandat folgt, einen Inflationsdruck zu deckeln und eben keine zu stark über das Ziel von 2% eben Inflation eben zuzulassen bzw. wieder einzufangen. Man hatte das ja schon durchaus, ich sag mal, variabler gestaltet. Demnach ist das Überschießen eigentlich aus dieser Perspektive kein Thema, also kein großes Thema, weil man den Markt schon darauf vorbereitet hat, dass man dieses Überschießen der Inflation über diese Zielmarke von 2% zulässt. Aber nichtsdestotrotz ist das eben etwas,
was das Mandat eben der Notenbank an dieser Stelle ausmacht und was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es eine entsprechende Rhetorik gibt. Dass der Markt bis jetzt, und das war ja das, was uns die ganze letzte Zeit schon beschäftigt hat, noch nicht begonnen hat, in irgendeiner Form einzupreisen und auch gestern auf diese Testballons nicht reagiert hat, das ist erstaunlich, ehrlich gesagt. Und es birgt dann demnach auch noch ein zweites Szenario, welches wir uns vor Augen führen könnten, sollten, vielleicht sogar ernsthaft, dass es ein Non-Event wird. Also eventuell erwartet der Markt hier in dieser Stelle heute von Powell gar nichts und das spiegelt sich tatsächlich im derzeitigen Kursverlauf wieder und auch auf diese gestrige verhältnismäßig niedrige Volatilität, wo eigentlich sich schon ein, ja, ich sag mal, etwas problematischerer Cocktail, so nennen wir ihn mal, zusammengebraut hat. Wie gesagt, geopolitische Spannungen an dieser Stelle, politische entsprechende Spannungen, die sich vielleicht in Washington abzeichnen. Der Gegenwind, der Joe Biden jetzt ins Gesicht bläst, der wird immer höher, immer stärker. Nicht, dass es überraschend käme, das muss ich an der Stelle auch sagen. Ich hatte das ja schon vor über einem Jahr mal, hatte ich das hier gesagt? Hatte ich im Morning Meeting das gesagt? Oder einem Freund gegenüber auf jeden Fall gesagt, der hatte gesagt, naja, das ist jetzt ja nicht so überraschend, das hast du ja schon vor längerer Zeit gesagt. Und zwar im Hinblick auf den damaligen Präsidentschaftswahlkampf habe ich ja, kam mir aber auch die Frage auf, wer bei den Demokraten denn eine realistische Chance gegen Donald Trump durch den Zuspruch, den Trump in der breiten Bevölkerung ja offensichtlich auch immer noch hatte. Denn das hat sich ja auch in den Wahlergebnissen dann wiedergespiegelt. Wer denn dort eine Chance hat? Und ich hatte in dem Zusammenhang mal einen ganz ketzerischen Gedanken formuliert, wo ich sagte, Obama. Aber ich meinte an der Stelle nicht Barack Obama, sondern ich meinte an der Stelle Michelle Obama, einfach weil sie ins Gesamtbild passt, welches gerade einfach, wie sagt man neuerdings, Vogue ist tatsächlich. Sie ist eine erfolgreiche Frau, emanzipiert, sie ist eine Frau. Ja, das ist erstmal Punkt 1, das steht über allem an dieser Stelle. Ich meine das auch gar nicht irgendwie abwerten oder sonst dergleichen, sondern einfach nur, sie ist halt eine Frau und das passt gerade in dieses Bild, ja, die starke Frau, die irgendwie überall in den Mittelpunkt gestellt wird und der man im übertragenen Sinne, plump gesprochen, eine Chance zugestehen will, was auch immer die Motivation dahinter ist. Also in meiner Welt spielt so eine Bevorzugung, ausgehend von jetzt beispielsweise einem Geschlecht oder dergleichen, überhaupt keine Rolle. Wenn ich mir ganz simpel sage, Leistung ist geschlechtsunabhängig. Ja? Also das heißt, wenn jemand Leistung bringt, dann hat er entsprechend die Führungsposition sich verdient, beziehungsweise ist es derjenige welche, der den Takt vorgeben sollte. Ob es ein Männlein oder Weiblein ist, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen reserviert, was das angeht, weil es einfach meinem libertären Weltbild einfach komplett zuwiderläuft. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Trading ja ganz besonders aus diesem Umstand, dass Leistung und gute Entscheidungen entsprechend eben darüber entscheiden sollten, ob man entsprechend Erfolg hat, wie auch immer der dann gemessen wird oder eben nicht. Aber kommen wir zurück. Also, wie gesagt, Michelle Obama, erfolgreiche Frau, farbige Frau. Ja, also das heißt auch aus dieser Perspektive, mit dem Namen verbunden Obama, mit dem sowieso schon ein entsprechendes, eine positive Konnotation gefühlt jedenfalls irgendwie besteht. Und hat er das in diesem Zusammenhang gesagt. Jetzt war es dann allerdings so, also Michelle Obama stand nämlich zur Wahl seitens der Demokraten. Allerdings kam es dann wenig überraschend, dass eben nachdem Joe Biden sich als Präsidentschaftskandidat herauskristallisiert hatte, kam es wenig überraschend, dass er als Vize Kamala Harris ins Boot holt. Kamala Harris, glaube ich, hat nicht ansatzweise das Standing einer Michelle Obama beispielsweise, aber Kamala Harris vereint jedenfalls schon mal zwei Umstände in sich, die aktuell Vogue sind. Zum einen ist sie eine Frau, zum anderen ist sie farbig. Also Black Lives Matter, das war ja damals auch ein Thema. Und jetzt hatte ich dann in diesem Zusammenhang dann mal ganz ketzerisch hinter vorgehaltener Hand gesagt, es käme für mich jetzt wenig überraschend, wenn in irgendeiner Form Joe Biden es eventuell nicht ganz bis zum Ende seiner ersten Legislaturperiode hier an dieser Stelle bringt, sondern wenn eventuell die früher später Frau Harris eventuell sogar als Präsidentin ablöst. Ja? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen jetzt dort anschaut, die dort stattfinden. Aber das ist, was ich eben mit politischen Unsicherheiten meinte. Also das ist natürlich mega spekulativ und so weit muss es erstmal kommen. Aber ich sag mal so, ich käme jetzt nicht auf die Idee, beispielsweise, wenn gehen wir mal bei der nächsten Bundestagswahl davon aus, gehen wir mal davon aus, dass Frau Baerbock Bundeskanzlerin wird, dass ich jetzt in irgendeiner Form auf die Idee käme, dass die es nicht 4 Jahre an der Spitze dieses Landes als Bundeskanzlerin zu Ende bringen würde. Im Falle von Joe Biden habe ich dieses Szenario einfach skizziert, weil es einfach irgendwie ins Gesamtbild zu passen scheint. Und
Das ist eben etwas, also das mutet im ersten Moment total absurd an, solch eine Spekulation auf den Weg zu bringen, aber irgendwie passt sie. Also sie passt einfach. Und dass sich das jetzt in diese Richtung entwickelt, ist dann ehrlich gesprochen wenig überraschend. Das ist nochmal, und darum geht es hauptsächlich in Bezug auf den Markt, jetzt also weniger von dieser spekulativen Perspektive mal weg, hinsichtlich des Marktes. Das ist einfach eine politische Unsicherheit, die dort ebenfalls sich widerspiegelt. Da braut sich einfach was zusammen. Afghanistan ist in diesem Zusammenhang vielleicht dann auch mit einer der Gründe, dass solch eine politische Unsicherheit beginnt, Formen anzunehmen, beziehungsweise Momentum aufzunehmen. Und dann haben wir eben diese Zinsspekulation, die nochmal hauptsächlich der Treiber ist, potenziell hier für Volatilität durch die gerade geschilderten Reallokationen in Portfolios. Crash, nein, aber nichtsdestotrotz schärferer Pull-in definitiv eine Option. Und so, jetzt bin ich ein bisschen von höchst auf schlecht gekommen. Also hauptsächlich, worum es mir geht, ist in diesem Zusammenhang, dass der Markt darauf aktuell eben nicht reagiert. Wir können es, wie gesagt, einerseits sehen, vielleicht ist das eine Unsicherheit, die sich dann plötzlich schlagartig widerspiegelt. Oder aber es spielt aktuell im Markt einfach keine Rolle, weil es so viel Liquidität seitens der Fed zur Verfügung gestellt ist, dass selbst solche Unsicherheiten, die sich herauskristallisieren, gleich im Keim übertragenen Sinne erstickt werden. Und dass dann in diesem Zusammenhang eben vollkommen unabhängig es davon ist, ob es diese entsprechenden potenziell Abverkäufe, die es in der Vergangenheit getriggert hätten, dass Abverkaufswellen auf den Weg gebracht werden, dass diese komplett einfach weggeatmet werden, weil genügend Liquidität seitens der Fed zur Verfügung gestellt wurde. Das kann natürlich dann auch früher oder später mal ins Gegenteil umschlagen, wenn man sich nämlich zu sicher ist seiner Liquiditätsschwemme und des gebannten Risikos. Und dann könnte eben ein dann anders gearteter schwarzer Schwan eben tatsächlich einen dann vielleicht sogar richtigen Sell-off nach sich ziehen. Aber bezogen auf heute sind das zwei Szenarien, die sollten wir in Betracht ziehen. Entweder die Vola zieht stark an, infolge einer entsprechenden Kommunikation, restriktiverer geldpolitischer Kurs, im Gesamtumfeld wirtschaftlich auch eher durchwachsener Ausblick dann irgendwie gefühlt, wenn man sich jetzt dieses leichte Top-out oder diversen Einkommensmanager-Indizes anschaut, zeitgleich anziehende Inflation, stagflationäre Tendenzen. Und es gibt eben dann mal einen kurzen Anflug von Risk-Off, der sich besonders beginnt dann in der kommenden Woche zu etablieren. Ja, oder halt, es wird ein potenzielles Non-Event. Also diese zwei Optionen haben wir an dieser Stelle eben. Und das wäre es soweit eigentlich im Hinblick auf Jackson Hole gewesen. Alles Weitere ist reine Spekulation. Schauen wir einfach, was kommt. Ja, wir werden es ab heute, sag mal 16 Uhr, wissen. Beziehungsweise wir würden in dem Zusammenhang, ich würde in dem Zusammenhang sagen, wir sollten schon ab 14 Uhr, 14:30 Uhr aufmerksamer werden, weil es könnte durchaus sein, dass das Statement, was Paul vorträgt, dass das schon vor entsprechend diesem Symposium dann, wenn das um 16 Uhr anläuft, eben dem Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt wird. Ähnlich diesem Semi-Annual Testimony, also diesem halbjährlich stattfindenden Testimonial vor dem US-Kongress beispielsweise. Da ist es so, dass der Notenbankchef eben dem Kongress oder dem Senat Rede und Antwort stehen muss. Und dass wir allerdings dann schon, da diese Reden finden auch meistens um 16 Uhr statt, dass wir dann allerdings schon vorher diese Informationen in Form dieses dann zu vorlesenden Statements eben zur Verfügung gestellt haben. Sinnhaftigkeit, da verstehe ich nicht. Also kann ich auch das Statement geben und gut ist, dann brauche ich den nicht noch in Person eben vor dem Kongress dann entsprechend zu laden, außer ich habe Fragen, dann kann ich mir aber auch sparen, entsprechend dieses Statement da hoch oder runter zu lesen. Aber gut, sei es drum, das ist auf jeden Fall etwas, das sollten wir eben hier im Zusammenhang mit Jackson Hole heute berücksichtigen. Könnte durchaus sein, dass das in der Lage ist, dann hier entsprechend eben Volatilität zu begünstigen. Ja, ich wollte eine Reaktion, ich wollte gucken, ob ihr noch zuhört. Ja, Greg schreibt gerade Hilfe, Baerböck Fragezeichen. Ja, ich wollte gucken, ich wollte einen kleinen Schockmoment hier auf den Weg bringen und wollte mal kurz gucken, ob ihr noch da seid, ob ihr noch Kommentare schreibt. Also da, wo der Greg gerade was reingeschrieben hat, dann könnt ihr eure Fragen eben auch reinschreiben. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass Frau Baerböck die neue Bundeskanzlerin wird. Aber wie gesagt, ist noch jeder da, das ist schön. Nasdaq hatten wir. So, jetzt blicken wir mal ganz kurz auf zwei für heute potenziell interessante Titel. Und zwar, ich sehe gerade, die erste habe ich gar nicht reingelegt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und zwar die erste, die wir uns heute anschauen wollen, nach ebenfalls gestern Missing Earnings. Ich habe jetzt nämlich zwei Kandidaten, die eher die Short-Seite begünstigen. Und da sieht man also schon, spiegelt sich mein Bias wieder für das, was ich heute erwarte. Also ich bin ehrlich gesagt für Equities eher skeptisch.
Würde er die Short-Seite favorisieren, will da mal ein klares Signal natürlich abwarten. Also ich halte jetzt nicht einfach Short rein in der Hoffnung, das wird schon, sondern ich würde an der Stelle eben erstmal einen klaren Impuls abwarten, auch eine entsprechende Kommunikation. Habe allerdings dennoch, vielleicht ist es auch reiner Zufall, vielleicht wären es auch so Short-Kandidaten geworden, aber nichtsdestotrotz habe hier zwei Kandidaten, die sich als durchaus interessant herauskristallisieren könnten für den heutigen Tag. Dollar Tree als erstes. Dollar Tree wäre eigentlich gestern schon Thema gewesen. Ich muss mir ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen verärgert über mich selbst, so will ich das mal nennen. Ich hatte Dollar Tree gestern zwar hier im Morning Meeting nicht zum Thema gemacht, aber ich hatte Dollar Tree bei mir in meiner Watchlist, in meinem Stock Screener ist das aufgeploppt. Infolge eben dieses scharfen Gap Downs, welches wir hier gesehen haben, Earnings haben enttäuscht, besonders die Revenue Guidance hat enttäuscht. Also das heißt, die haben nach unten geguidet, das heißt also den Wachstumsausblick reduziert. Und infolgedessen eben scharfes Gap Down, auch in der Vorbörse schon sehr, sehr aktiv gehandelt gewesen, die Aktie. Und dann auch einen sehr sauberen Verlauf mit sehr klaren Leveln einfach gehabt. Also wesentlich attraktiver als das, was ich auf dem Schirm hatte, nämlich XPath, XPeng und DKS für einen Secondary Play, also DIX nach den Earnings, die wir am Mittwoch zu sehen bekommen haben. Was meine ich mit klaren, sauberen technischen Leveln? Naja, hier haben wir eine ganz klare Support-Region in dem Zusammenhang gesehen, zu sehen bekommen. Das war 97, 98, so dieser Bereich. Wir haben gleich zur Eröffnung diesen Bereich gar nicht erst halten können, einen kurzen Pop gesehen und sind dann gegen die 97, 80, roundabout 98 übergerollt. Das war eine erste Möglichkeit schon in die Markteröffnung hinein, sich in DLTR, also Dollar Tree, das ist die Aktie, eben Short zu positionieren. Dann haben wir einen starken Drive gesehen und das Interessante bei Dollar Tree ist eben auch, wir haben ein verhältnismäßig in Anführungsstrichen volatilen Titel, der eine recht geringe ATR hat. Also du hast mit der 98 auch ein klares Level, gegen das du eigentlich riskierst. Du kommst hier mit einem Risk rein, maximal von 50 Cent, also 20% ATR, vielleicht sogar weniger. Hast einen Titel, der auch gestern sehr, sehr liquide war durch dieses erhöhte Volumen. Wir haben gestern zum Beispiel fast 18 Millionen Stücke gehandelt gesehen, im Schnitt, mehr sogar. Im Schnitt werden da etwas weniger als 3 Millionen Stücke eben gehandelt pro Tag. Und haben dennoch recht enge Spreads eben tatsächlich in dieser Aktie gehabt. Also das war wirklich interessant, gleich von der Eröffnung weg. Dann sehen wir eben einen kurzen Pop hier, die Fehlrückeroberung von WeWop, wo ganz klarer Abgabedruck sich gezeigt hat. Und wir sind dann eben hier auf den ersten Drive, sind wir bis 94 fast gehandelt worden. Aus diesen Gefilden sind das 3,50 $, 4 $ Chance, was schon bei einem Risk von maximal 50 Cent zeigt. Da hast du 6 zu 1 am CAV mindestens. Dann hast du nochmal eine zweite Gelegenheit, vielleicht hier auf den ersten Drive shorten, hier vielleicht ein Re-Add, dann in dieses Retracement gegen den Rollover gegen WeWop, dann bist du im Bereich um 93. Hast dann eventuell hier ein Change of Character, muss man ein bisschen schauen. Das ist alles rein hypothetisch, weil ich die Aktie gestern nicht getradet habe. Aber das war in Summe ganz klarer Verkaufsdruck, der sich gezeigt hat. Und wir haben im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Wir haben eine sogenannte Institutional Ownership, also Institutionelle, die die Aktie halten von 90%, also verhältnismäßig viel. Und dann sind wir natürlich relativ zügig hier bei dann einem Umfeld, wo ich sage: Naja, Titel relativ schwach. In dem Moment geguidet für die nächsten Monate. Wenn ich jetzt eine Aktie abstoßen würde, dann wäre DLTR nach den gestrigen Earnings einer so der ersten Kandidaten, die ich eher so abgeben würde. Ganz zu schweigen mal davon, dass wir eine ähnliche Entwicklung, jetzt nicht begünstigt durch Taper Tantrum und dergleichen zu sehen bekommen haben, aber der letzte Earnings Report, das war Ende Mai, haben wir ebenfalls ein scharfes Gap Down gesehen und dann am darauffolgenden Tag einen sogenannten Follow-Through. Also da hat sich das regelrecht angeboten, dieses Second-Day Play zu spielen an dieser Stelle. Von der 100 runter bis zum Gefilde um dann in dem Fall 97 an der Stelle. Also das sind zwar nur 3 Dollar. Das sieht nicht so viel aus, aber das ist vor dem Hintergrund des kleinen Risikos und klarer Level, gegen die du hier riskierst, ist das schon ein sehr, sehr attraktiver Kandidat dann heute. Und heute könnte sogar nochmal zusätzlicher Schlag mit dem Hammer vom übergeordneten Markt kommen, sollte wirklich hier dann ein schärferer Pull-in durch eben entsprechende Rhetorik von Powell in Jackson Hole folgen. Also das ist heute definitiv ein sehr, sehr attraktiver Kandidat mit auch ganz klaren Key-Leveln. Also in der Stelle ist es relativ rund gesprochen, eigentlich die 93, gestrige Tagestiefs. Wenn wir zur Eröffnung einen Opening Drive unter die 93 zu sehen bekommen, uns unterhalb stabilisieren können, unterhalb von WeWop halten, dann sehe ich keinen Grund, hier nicht weiteren Abgabedruck bis in Gefilde
mindestens bis 92 zu sehen. Das wird CAV-technisch noch ein bisschen durchwachsen vielleicht, aber vielleicht sogar Abgabedruck zu sehen, der uns unter die 90 führt. Also ein bisschen Gefilde um 88 Dollar vielleicht sogar. Und nochmal, also wir haben verhältnismäßig enges, kleines Risiko, mit dem wir vielleicht in diesen Trade kommen. Klare Level, gegen die wir riskieren. Selbst wenn wir einen Pop zu sehen bekommen, aber die 94 nicht zurückerobern, im Rollover gegen den Bereich sehen, ist Dollar Tree ebenfalls noch ein interessanter Short-Kandidat. Also das ist Kandidat Nummer 1 für heute, DLTR. Und der zweite ist Peloton. Hier sieht es noch harmlos aus. Das sieht noch relativ harmlos aus, aber in der Vorbörse sieht es überhaupt nicht mehr harmlos aus. Da kam nämlich hier der Schlag mit dem Hammer. Teilweise haben wir Abschläge gesehen von 15% Minus in der Nachbörse. Dann mit scharfem Reversal, aber wir sehen jetzt auch schon wieder in den ersten vorbörslichen Indikationen bzw. im ersten vorbörslichen Handel hier, dass wir uns nicht schaffen, deutlich zurück über meine Inflection im Bereich 106, vielleicht eher 107 zurück zu bewegen. Also eher wieder Abgabedruck sehen. Scheint auch gerechtfertigt. Ich habe das mal hier vorbereitet bei CNBC. Wir haben Disappointing Earnings gesehen und Outlook und Bike Price Cutting. Also da gab es gestern den einen oder anderen auch ketzerischen Kommentar, wonach dann gesagt wurde, oh, die Leute haben jetzt festgestellt, sie brauchen nicht zwangsläufig ein Bike von, ich weiß nicht, 1000 Dollar oder sowas, was sie sich ins Wohnzimmer stellen, sondern sie können eventuell auch mit ihrem Fahrrad draußen einfach über die Straße fahren. Das ist natürlich sehr ketzerisch formuliert, aber unterm Strich eventuell etwas, was eine Option darstellt. Also einfach mal anderweitig Sport, statt sich hochpreisiges Equipment, welches gerade einfach nur en vogue ist, in die Wohnung zu stellen, einfach mal sich auf die gute alte Rocky-Hantelbude irgendwie zu konzentrieren, beziehungsweise einfach mal eine Runde um den Block zu joggen. Ich bin da sowieso eher der Fan von, aber unabhängig davon, also wie gesagt, Loss per Share 1,05 $, mehr als doppelt so hoch als erwartet. Revenue 936,7 Millionen, etwas besser als die 927,2 Millionen erwartet, aber was eben dann hier wirklich Sorge begonnen hat zu bereiten, war eben der Umstand, da müssen wir ein bisschen nach unten scrollen, aber hier kann man es dann eben sehen, Sales will reach 800 Millionen, also man hat Verkäufe fürs jetzt nächste Quartal von 800 Millionen an dieser Stelle eben, die man erwartet, ausgehend von der aktuellen Geschäftsgrundlage. Der Forecast waren allerdings 1,01 Milliarden. Also das heißt, hier guiden wir 20% unterhalb dessen, was wir seitens der Street erwartet haben, was noch ein bisschen brisanter ist an der Stelle. Und das zeigt eventuell auch, dass man jetzt realisiert, dass das doch recht hochpreisig ist, dieses Produkt, und offensichtlich dann hier die Nachfrage nur über eine Preisreduktion ist in der Lage, eben aufrechtzuerhalten. Und zwar hier steht, however, Wall Street was unaware that the company would cut the price of its bike by about 20%. Also das heißt, man würde an dieser Stelle eben, man wurde überrascht, die Wall Street, die Analysten wurden dahingehend überrascht, dass man eben seitens Peloton gesagt hat, nun ja, wir werden in Zukunft 20% weniger. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Preise für die Fahrräder selbst sind, also ich habe mich damit nie beschäftigt, aber dass man diesen Preis einfach reduziert. Das ist eher ein schwaches Signal, weil es nämlich auch die potenzielle, nicht nur die Growth-Komponente hier betrifft, sondern weil es eben auch die potenzielle Gewinnmarge natürlich betrifft. Also das Unternehmen, das ist eventuell etwas sehr heiß gelaufen, ausgehend hier von den März-Tiefs. Also wir sehen natürlich dieser Growth-Bereich, die Aktie startete irgendwann um 24 Dollar, Pi mal Daumen, toppte dann irgendwann um 160 aus und seitdem eigentlich kontinuierlich Abgabedruck gesehen. Und jetzt sind wir eben in den auch psychologisch wichtigen Bereich unterwegs, nämlich um 100 Dollar. Wenn wir diesen hier nicht verteidigen können, dann könnte das durchaus hakelig werden, dann könnten wir bis in Gefilde um 80 nochmal verkauft werden. Das waren auch Niveaus, die wir im Mai hier angelaufen waren. Also das ist ziemlich brisant aktuell. Das ist potenziell brisant an dieser Stelle für den Titel, eben weil dieser Wachstumsausblick sich alles andere als optimal darstellt. Und demnach, naja, also wie gesagt, wenn wir jetzt uns unterhalb, kommen wir nochmal ganz kurz in die Vorbörse, wenn wir uns jetzt hier vorbörslich unterhalb von 106, 107 eben stabilisieren können, Opening Drive zu sehen bekommen, vielleicht in Richtung der 102, vielleicht diese sogar droppen gleich zur Eröffnung und uns halt stabilisieren können, dann ist das Potenzial der Wegbereiter für einen Wochenausklang unter 100. Peloton ist ein Wachstumstitel, Growth.
Bedeutet also auch sehr konkret gesprochen, das wäre jetzt dann auch so ein Kandidat, sollte sich diese restriktivere Rhetorik in den Äußerungen von Jay Paul widerspiegeln, ist Piton hier an der Stelle eventuell einer der ersten Kandidaten, der in Anführungsstrichen unter die Räder gerät. Und wortwörtlich gesprochen. Oder bildlich gesprochen. Und in dem Zusammenhang vielleicht dann sogar nochmal stärkerer Abgabedruck sich dann hier zeigt, der mindestens diese nachbörslichen Tiefs in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Um 97 vielleicht sogar ein Drop deutlich darunter. Also das ist ein, ich will es nicht beschreien, aber ein Ausverkaufskandidat könnte das durchaus werden bei einem heute ungünstigen Umfeld für Growth-Titel. Eben das ist durchaus ein Titel, den sollte man berücksichtigen. Auf der Kehrseite hast du auch ein klares Level, wo du weißt, da ist Short keine Option. Das wären dann eben Titel. Jetzt kommen schon die ersten aus dem Morning Meeting hier. Bumm. Ja, in der Vorbörse, der hauen erstmal drauf. Nein. 107, das wäre so das Level. Wenn wir die 107 zurückerobern hier an dieser Stelle, dann wären wir eventuell zunächst einmal in Anführungsstrichen über den Berg. Und dann könnte das nochmal verhältnismäßig entspannt sich darstellen. Aber das ist eher ein Kandidat für die kommenden Tage, eventuell der von der Short-Seite hier von Interesse eben tatsächlich ist. Und wie gesagt, dann, wir werden es heute sehen, im Laufe des Handelstages die 100er-Marke als Referenz, wenn wir ein Close unterhalb von 100 zu sehen bekommen, könnte das der Wegbereiter für den Push nochmal in Richtung der Mai-Tiefs bis in 80er-Gefilde eben tatsächlich sein. So, dann noch ein Blick auf Snow. Ich muss mal kurz gucken. Snow haben wir hier drin, oder? Ja. Hier haben wir Snowflake. Okay, das ist interessant, weil wir nämlich hier ein Gap-Up sehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also ich hole mal einmal hier Snow drauf, damit wir auch eine vorbörsliche Entwicklung haben. Und ich will ergänzend dazu gleich auch nochmal ganz kurz natürlich. Oh, jetzt habe ich es. Moment, Snow. Anmelden. Okay. Und scheitert es jetzt? Snow. Ja, da haben wir sie. Ja, da ist er jetzt. So, also. Na, Nachbörse relativ ruhig. Earnings gestern. Okay, die hab ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Also da scheint es vorbörslich nicht so dramatisch volatil gewesen zu sein an dieser Stelle. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Snow. Auf jeden Fall, also eins steht fest, und das steht außer Frage. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr bullish, was wir hier sehen. Also Gap, welches wir markiert haben, das kann man ja dann hier erkennen zum Schlusskurs, ist dann gehalten worden. Also es kam zwar zu einem Pullen, aber die 92 konnte gehalten werden. Wir haben dann hier nach einer engen Konsolidierung oberhalb von VWAP, das ist diese blaufarbene Linie, die orangefarben ist der 2-Tages-VWAP, also der 2 Tage volumengewichtete Durchschnittspreis, sind wir im Bereich der Tageshochs dann aus dem Handel gegangen. Das ist erstmal ein grundsätzlich starkes Signal. Ich gucke mal ganz kurz die Earnings. Ja, ein bisschen besser als erwartet. Also minus 0,12, da sieht man auch, das ist ein Growth-Titel eben. Verlust von 12 Cent pro Aktie, 15 Cent, minus 15 Cent ist erwartet worden, also leicht über der Erwartung. Dreifach des durchschnittlich gehandelten Volumens gestern gehandelt worden, 13 Millionen Stücke gegen 4 Millionen, 4,22 Millionen. Mal ganz kurz. Ein Moment, ob die das gut zusammenfassen. Investors Business Daily. Ja, mach mal. Revenue jumped, okay. Snowflake Sales 110. Provider of Cloud Beta Data, so Pre-Product Unit Rose 103, okay. Aber es ist ein Growth-Deal. Wir wollen wissen, was wir hier Zeiten erwarten dürfen. Ended this quarter, bringing total plus. Snowflake gab for the October quarter. Focus Product Revenue 2,80 gegen 2,85. Leicht über der Erwartung. Okay, also die Reaktion der Street ist offensichtlich. Also guided höher, das ist für einen Growth Deal ganz wichtig an dieser Stelle. Also das ist ein potenziell bullischer Breakout, der hier stattgefunden hat.
Ich würde mal sagen, realistisch Aufwärtspotenzial, vielleicht nochmal ein bisschen Gefilde um 3,20, 3,25. Das wäre ein potenzieller Long-Kandidat wiederum. Also ich müsste jetzt noch die Details mir anschauen. Es wäre natürlich wichtig, dass dann auch entsprechendes Volumen mitspielt, durchschnittlich gehandeltes Volumen über der Erwartung oder über dem Durchschnitt liegt eben tatsächlich und so weiter. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn es ruhig bleiben sollte, jetzt rund um Jackson Hole und es keinerlei dramatische Auswirkungen gibt, irgendwie oder beziehungsweise Rhetorik, die in irgendeiner Form Risiken für eine zeitnah sehr deutliche Reduktion der Anleiheaufkäufe beinhaltet oder dergleichen, das wäre auf jeden Fall etwas, was Growth-Titel natürlich eher positiv aufnehmen dürften und was dann diesen bullischen Breakout eben tatsächlich auch weiter tragen könnte, der uns dann, wie gesagt, in den kommenden Tagen bis 3,20, 3,25 auf den Weg bringt. Zeitgleich wäre das, was ich gerade für Python, also Peloton skizziert habe, natürlich dann hinfällig. Also da wäre eher die Stabilisierung oberhalb der 100er-Marke zu erwarten. Und wir hätten dann mit Snow in dem Fall eben einen Kandidat, den wir von der Long-Seite hier eher angehen sollten. Key Level für heute, gestrige Tageshoch, das ist ja der Bereich 306. Also, sobald wir oberhalb von 306 eröffnen und in diesem Bereich gestrige Tageshochs halten können, oberhalb uns von Rewop präsentieren, wäre das ein potenzieller Long-Kandidat. Flush in. Also, ich würde ungern sehen wollen, dass wir unter die 300 fallen, nachdem wir hier gestern die 300 eben haben zurückerobern und dann Rewop halten können. Also, oberhalb von 306. Halten oberhalb ein stark bullisches Signal, was wie gesagt Kursziele aktiviert um 3,22, 3,25 in den kommenden Tagen. Das wäre vielleicht auch ein Kandidat für einen Swing an der Stelle, also ein Swing Trade. Wenn wir zur Eröffnung kurz schärferen Abgabedruck sehen, aber die 300 halten können, wäre das auch nochmal ein bullisches Signal, welches dann vielleicht mit Stop unterhalb dieser Konsolidierung von gestern so zwei. Vielleicht sogar 2,97, müsste man mal gucken. Also ATR ist ein bisschen breiter. Hier an dieser Stelle liegt bei 12 Dollar. Das wäre ja 2,40, 2,50 Stop an der Stelle. Ja, es kommt aber hin. Das könnte man machen. Also gegen die 300 sich long positionieren mit einem Stop 2,97,50 an der Stelle. Oberhalb also von 300 und dann auch Ziel, deutlicher Lauf über die 300 oder beziehungsweise in dem Bereich nochmal hier 307, vielleicht 306, 307 und vielleicht höher dann in den kommenden Tagen. Mit allerdings dann eine Idee, dass man um diesen Kern herum tradet, den man vielleicht als Swing aufbaut und wo man dann versucht, eben Teilgewinnmitnahmen über den Tag zu realisieren. So, jetzt haben wir uns unglaublich viel auf Equities, Growth und dergleichen konzentriert. Wir wollen natürlich final nochmal einen Blick geben, auch wenn sich technisch das Bild aber nicht verändert hat. Also Devisen lassen wir komplett raus. Macht an der Stelle einfach keinen Sinn, da hat sich nichts verändert. Grundsätzlich gilt, sobald irgendwie eine restriktivere geldpolitische Haltung sich abzeichnet, Zinsen in den USA spiken, bei zeitgleich der Erwartungshaltung, der legitim zu erwartenden Erwartung, dass die Fed reduziert, während die EZB weiter eher Liquidität in den Kreislauf pumpen wird, das Zinsdifferenzial zwischen europäischen, besonders deutschen und US-amerikanischen Bonds sich eher weiter ausweitet, den US-Dollar begünstigt. Das wäre dann etwas, was eben die 1,16 über kurz oder lang in den Mittelpunkt des Geschehens rücken dürfte. Alternativ Rückeroberung der 1,18, die müsste allerdings erstmal auf den Weg gebracht werden. Bis hierhin einfach sehr, sehr volatil, unspektakuläres Treiben, was uns einfach FX zeigt. Deswegen, das lohnt nicht wirklich, da einen Blick drauf zu werfen. Interessanter scheint mir hier eher der Blick auf Gold und das aktuelle Treiben eben um die 1800er-Marke. Also das ist so das Key-Level. Wir sehen diese Support-Region, die hat sich jetzt als sehr deutlich signifikant herauskristallisiert durch den gestrigen Lauf und das Halten dieser Region. Also 1700 75, vielleicht 1770, ein bisschen runtergesprochen, ein bisschen weiter, ist auf jeden Fall ein Key-Level. Also wenn wir dieses Level droppen, infolge auch einer restriktiveren Rhetorik, Spikes in Zinsen auf der Oberseite, dann wäre das der Wegbereiter potenziell für einen Lauf in Richtung 1750 US-Dollar pro Feinunze. Alternativ halten wir diesen Bereich, das wäre stark und gehen über die 1809 ist es aktuell, also Bereich 1810 vielleicht rund. Das wäre ein bullisches Signal,
auf Kommentare von Paul, ganz besonders bullisch in just jenem Moment, wo der restriktivere geldpolitische Kurs sich abzeichnet, aber das größtenteils scheinbar schon eingepreist ist in Gold. In Erwartung auch, dass dieses der eventuelle Downturn, der ökonomische, der sich infolgedessen abzeichnet, eher wieder einen geldpolitischen Stimulus dann nach sich ziehen muss, die FED gar keine andere Wahl hat. Das wäre dann ebenfalls hier natürlich bullisch, wenn wir auf eine eigentlich goldbärische Rhetorik eine bullische Reaktion zu sehen bekommen, weil das die Wahrscheinlichkeit dann erhöht, dass wir über kurz oder lang über die 8,20, 8,30 eben laufen und dass dann eben der Weg in Richtung 1900 geebnet würde. Mein eher zu favorisierendes Szenario ist aber dennoch jenes, wo wir eher den Flush auf der Unterseite bei solch einem Szenario sehen. Bei einer unspektakulären Non-Event-Rhetorik wäre das auch eher bullisch tatsächlich für Gold nach dieser bisherigen Vorstellung und dürfte eher über kurz oder lang eben einen Bruch der 8,20, 8,30er Region eben nach sich ziehen. Frage zu Tesla. Die Frage, die sich stellt, ist, über welches Zeitfenster? Die Meinung, also die Frage ist nochmal die 900. Ich bin für Tesla, ich hatte das schon in der jüngeren Vergangenheit häufiger gesagt und ich wiederhole es auch gerne immer wieder. Ich bin für Tesla nicht so pessimistisch, ausgehend eben von der Überlegung, dass ich mir sage, der Growth-Ausblick für die Firma, ausgehend von nicht nur letztem Jahr, wo wir diesen Run hier hoch gesehen haben, in Richtung eben der 900, Allzeithoch aktuell, und jetzt diese Konsolidierung, die stattfindet, diese Seitwärtsphase, die wir hier machen, die hat im Grunde genommen jetzt, oder resultiert aus dem Umstand, dass wir hier im Laufe des letzten Jahres besonders mit diesem Run höher auf eben Allzeithochs und diese Niveaus nach der Inklusion in der S&P 500, dass wir einfach unglaublich ahead of ourselves gelaufen sind, oder beziehungsweise Tesla ahead of itself gelaufen ist. Also das heißt, dass vieles dieses Wachstumsausblickes, der sich jetzt in den Zahlen, in den Quarterly Earnings immer stärker widerspiegelt, schon bereits eingepreist war. Deswegen ist diese Konsolidierung hier aus rein fundamentaler Perspektive jetzt eine Annäherung der Fundamentals der Firma an den Kursverlauf. Und nun ist es eben so, wir können deutlich eigentlich erkennen, dass wir uns gegen diesen Bereich um 55, 500, vielleicht rund gesprochen, mit steigenden Tiefs eben hier heraus bilden, also dass eine deutliche Aufwärtstendenz eben zu sehen ist. Und das Key-Level nach oben wahrscheinlich so der 750, 770er Bereich sein dürfte, oberhalb dessen wir den Push dann in Richtung 900 und höher erwarten dürfen. Müsste ich da jetzt einen Zeitstempel drauf geben? Gegeben das aktuelle Umfeld, dass das identisch bleibt und dass es eben nicht zu diesem massiven Anstieg in der Inflation kommt, Spikes in den Zinsen, die natürlich den Wachstumsbereich, wie gerade schon diverse Male skizziert, eben negativ beeinflussen würden und dergleichen, dass die Vola massiv ansteigt, dann würde ich sagen, allerspätestens Ende erstes Quartal 2022 könnte so ein Push stattfinden. Sollte sich das Bild weiter so derart präsentieren, die nächsten Earnings auch entsprechend so herauskristallisieren. Vieles scheint derzeit so ein bisschen davon abzuhängen, wie sich eben hier die Entwicklung im Halbleitersegment weiter darstellt. Also Semiconductor Shortage ist für den gesamten Automobilbereich ein Thema, somit auch für Tesla ein Thema. Wenn Tesla, genau wie XPeth gestern eben auch, oder beispielsweise NIO, die chinesischen Konkurrenten, wenn die in der Lage sind, hier diese Semiconductor-Shortage zu kompensieren oder entsprechend eben ihre aktuelle Unternehmensstruktur oder beziehungsweise Produktionsstruktur sich davon nicht negativ betroffen sieht, denke ich, wäre das nochmal ein zusätzlich bullischer Treiber, der solch eine Bewegung vielleicht sogar beschleunigen könnte. Dann könnten wir das sogar ins Ende des vierten Quartals zu sehen bekommen. Setzt aber nochmal alles voraus, dass es nicht zu diesem Spike in der Inflation kommt. Also sobald der Spike in der Inflation stattfindet, sobald wir auch einen Spike sehen in Zinsen dann, vielleicht zurück in Richtung 2%. Ich will es nicht beschreien, das wird jetzt nicht die Wachstumsaussichten massiv dämpfen längerfristig, aber da wir schon relativ heiß gelaufen sind und eben dann auch Tesla einer der Hauptbestände der Portfolios ist, beispielsweise im ARK Innovation ETF, die haben, ich glaube, aktuell 80 Milliarden US-Dollar Asset Under Management, also Katie Wood. Die ist für das gesamte Jahr 2021 aktuell ist die unter Wasser. Also das heißt etwas anders von mir. Die hat zwar immer noch eine exorbitant
positive Performance ausgehend von den Aufschlägen, die sie akkumuliert hat im letzten Jahr. Und besonders auch durch den Umstand, dass sie eben Tesla als Hauptposition im Portfolio hält und Tesla sich eben auch hier relativ stark präsentiert. Aber sobald es hier eben zu einem stärkeren Kapitalabfluss kommt und auch dann solch ein ETF entsprechend sein Portfolio entsprechend adjustieren wird müssen, um die Kapitalabflüsse von Investoren einzudämmen, wird eben eventuell auch hier eine Abwärtswelle aus dem Growth-Sektor sich in selbst relativ starken Titeln ausgehend von dem Wachstumsausblick wie Tesla widerspiegeln. Und das könnte dann durchaus nochmal dazu führen, dass wir statt dieses bullischen Moves auf der Oberseite eher den kurzen Flush eben in Richtung der 500-550er-Region nochmal sehen. Ob wir allerdings da drunter fallen, da muss ich sagen, da bin ich eher skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Pull-In, der nochmal in diese Gefilde hier stattfindet, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, glaube ich, für Wachstumsinvestoren ziemlich attraktiv wäre für Tesla. Also ich denke, die neuen, also man sieht es jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, man sieht, ich habe grundsätzlich eher einen positiven Ausblick für Tesla mittlerweile, denke, die 900 ist ein realistisches Szenario, es setzt irgendwie voraus, wie sich der übergeordnete Markt jetzt weiterentwickelt. Irgendwie gefühlt würde ich mich freuen, wenn dieser überdehnte, heiß gelaufene Modus erstmal abgebaut würde. Tesla in diesem Bereich eben hier nochmal läuft um 550, 530, 500, weil das Chance-Risiko-Verhältnis technisch einfach super interessant wäre, sobald nämlich dann sich wieder mehr Liquidität seitens der Fed abzeichnet, die unausweichlich ist, um dann auch im direkten Konkurrenzkampf wirtschaftlich mit China weiter eben auf Augenhöhe konkurrieren zu können, wird die Fed gar nicht umherkommen, mehr Liquidität ins System zu pumpen. Das wäre dann erneut eben eine Möglichkeit, glaube ich, in diesem Pull-In sich Chance-Risiko-Verhältnis technisch besonders in Titeln wie Tesla eben auf der Long-Seite zu positionieren. Das gilt aber auch für andere Titel, also T-Dog beispielsweise, also Teladoc zum Beispiel und dergleichen, haben auch ähnlich starkes Wachstumspotenzial. Da stellt sich der Chart aber nicht ganz so attraktiv eben tatsächlich dar. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Das wäre es gewesen für heute. Na, dann schauen wir mal, was uns Mr. Powell um 16 Uhr präsentiert. Wie gesagt, eventuell schon vorher mit dem Statement. Wir werden es auf jeden Fall nachbetrachten. So viel kann ich versprechen. Am Montag werden wir einen Blick darauf werfen. Wir wünschen uns natürlich aus tradingtechnischer Perspektive eben Volatilität. Zwei mögliche Einzeltitelkandidaten hatten wir. Dollar Tree, DLTR und Peloton, wie gesagt, die dann eher die Short-Seite eben begünstigen. Und alternativ Snow nach den gestrigen Zahlen und dieser starken Performance, auch starken Schluss, wie gesagt, könnte dann ein attraktiver Kandidat sein, wenn wir die 300 halten. Und sollte sich eben ein bärisches Szenario hier nicht herauskristallisieren. Im Indexbereich, da warten wir noch ein bisschen ab, bis sich eine sauberere Struktur herauskristallisiert. Das gilt ganz besonders für den DAX. Ja, wir haben jetzt seit einiger Zeit nicht mehr einen Blick auf den geworfen. Ja, also mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, es hat sich auch nichts geändert. Also das ist kein Wunder, dass ich den hier so ein bisschen stiefmütterlich behandle. Das hat einfach damit zu tun, der ist auch nur stiefmütterlich zu behandeln, gerade weil einfach unattraktiv. Da gibt es einfach Märkte, die wesentlich mehr Möglichkeiten eben derzeit Chance-Risiko-Verhältnis technisch bieten. Ja, also Montag 10.30 Uhr, dann am 30., genau, es ist schon der 30. August, blicken wir wieder auf die Märkte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und wir hören uns dann wieder Montag 10.30 Uhr. Happy Trading, passt auf eure Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.